Hey Leute, was geht? Hier ist euer Rap Marek und ja, ich habe einen Money Glitch heu. Das Ganze habe ich mit Enrico aufgenommen. Danke dir, dass du mir das Ganze nochmal gezeigt hattest. Ja, fangen wir doch jetzt mal direkt an. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen natürlich erstmal den Cargo Bob und ein Fahrzeug, was wir verdoppeln wollen. Ich habe jetzt hier einen Supersportwagen genommen, glaube ich, dass es jetzt ein Supersportwagen ist. Ja, den fand ich schick, ich wollte ja eh kein Geld machen. So, der Kollege muss mit dem Cargo Bob das Fahrzeug am Haken haben und dann natürlich abhauen, so weit wie möglich. Der müsste Interaktionsmenü aufmachen, an eure Garage rangehen und dann Fahrzeug zu euch herrufen. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr dann sofort wieder raus. Dann solltet ihr ja in die Garage reingehen. Wenn ihr in die Garage reingeht, ihr werdet gleich feststellen, ihr könnt da nicht rausfahren mit dem Fahrzeug. Das werden wir jetzt sozusagen sperren, indem wir in eine Mission gleich reingehen werden. Ich zeige euch das nochmal, dass ich jetzt hier nicht direkt rausfahren kann. So bewegt sich natürlich gar nichts. Ja, jetzt natürlich starten wir eine Mission. Ist eigentlich recht egal, welche Mission. Wenn wir dann gleich in der Mission reinjoinen, könnt ihr auch gleich ganz schnell wieder rausgehen natürlich. Das machen wir jetzt mal richtig schnell. So, ihr spawnt mitten in der Stadt, ziemlich scheiße, aber naja, egal. Ihr fahrt dann natürlich wieder zurück. Euer Kollege hat währenddessen, kann er natürlich das Fahrzeug, was am Haken hängt, fallen lassen, denn das gehört ja nicht mehr euch wirklich. Euer Fahrzeug ist natürlich noch in der Garage. Ihr fahrt jetzt zurück in die Garage. Und da geht ihr dann und fahrt dann gleich mit dem Fahrzeug wieder raus, was ihr natürlich verdoppelt haben wollt. So, wenn wir gleich rausfahren, euer Kollege muss dieses Fahrzeug wieder an den Haken nehmen. Das klingt ziemlich komisch, ist aber recht schnell zu machen und eigentlich recht easy. Er hängt das nochmal ran an den Haken und haut natürlich gleich wieder ab. Währenddessen geht ihr natürlich wieder gleich direkt an eure Garage, Interaktionsmenü und wartet darauf, bis euer Kollege weit genug weg ist. Dann könnt ihr Fahrzeug anfordern machen wieder, drückt raus und geht in die Garage rein. So, in der Garage müssen wir jetzt eigentlich nicht großartig was tun. Wir fahren jetzt nochmal mit dem Fahrzeug jetzt direkt ganz easy wieder raus. Und ja, wenn wir draußen sind, könnt ihr euren Kollegen Bescheid sagen. Jetzt seht ihr, ihr könnt das Fahrzeug wieder bewegen. Jetzt sagt ihr euren Kollegen Bescheid, trifft euch irgendwo und zerstört das Fahrzeug am besten. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch was ausmacht, wenn euer Kollege das zerstören wird. Auf jeden Fall wichtig ist, dass das Fahrzeug nicht den Boden berührt. Hat irgendwie nicht geklappt, wo wir das gemacht haben. Ja, dann zerstört ihr erstmal euer Fahrzeug. Da ist jetzt gleich ein Trick, damit ihr dieses Fahrzeug ja sozusagen verdoppeln könnt, also wiederbekommen könnt. Erstmal zerstören natürlich. Dann steigt ihr gleich aus. Und ja, ihr werdet wahrscheinlich 100 pro Sterne bekommen. Natürlich erstmal gleich ganz schnell Lester anrufen. Das würde ich aber, während ihr im Fahrzeug seid, machen. Nur sicherheitshalber mal. Macht die Sterne weg und dann steigt ihr aus, ruft Moss Merchel an, ruft euer Fahrzeug an, also fordert euer Fahrzeug an, Entschuldigung. Und dann fahrt ihr natürlich mit diesem Fahrzeug wieder zurück in eure Garage rein. Richtig easy, ihr merkt, das Fahrzeug jetzt hier ist sozusagen das Gedoppelte. Das andere ist das Originale, was in der Garage dann ist. Ihr könnt dann das Fahrzeug dann verkaufen. In diesem Fall natürlich nicht, es ist ja ein Supersportwagen. Ihr könnt den hier dann natürlich nicht verkaufen. Wollt euch das nur klar zeigen, dass das möglich ist. Dafür müsst ihr natürlich den Ponto nehmen, der bringt am meisten, oder den Buffalo oder so. Ja, wenn ihr Fragen habt, wie dieser Glitch funktioniert oder so, oder ihr habt irgendwie Fragen zu mir oder so, könnt ihr gerne, ihr könnt mich unten adden, ist natürlich in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne meine Party bei joinen, die ist eigentlich rund um die offen, oder schreibt mich auf meine Facebook-Seite an. Das war's von mir, Leute, das war's von Enrico, haut rein, ciao.